Hallo und herzlich willkommen zurück bei DOIT. Endlich mal wieder ein Video. Ich weiß, es ist schon lange her, aber ich hatte so viel zu tun. Werkstatt sieht aus wie ein Sau. Boah, wie ein Sau. Ist untertrieben. Ja, ich baue Werkstattschränke noch hinten an die Wand und da bin ich noch gar nicht vorwärts gekommen, weil manchmal fehlt einem echt die Lust, aber ihr kennt das. Man muss einfach rangehen und muss es machen. Und das werde ich jetzt die nächsten Wochen machen. Und was ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt, ich mache jetzt nicht mehr jede Woche ein Video. Das ist mir einfach, das ist momentan zu viel. Ich habe 2 Kinder. Das funktioniert einfach nicht. Was wir heute bauen. Wir bauen heute einen Headset-Halter. Und zwar habe ich hier mein Headset. Ich habe mir auch ein Muster angefertigt, wie das von den Winkeln aussehen soll, wie das Teil aussehen soll. Das gibt es schon bei YouTube. Ich weiß aber gerade nicht, wer es war. Der Chris Solomon, glaube ich, hat das schon mal so gebaut. Ich baue das alles ein bisschen einfacher. Aber so diese Form soll es halt haben. Hier ist das Headset. Jetzt muss ich nur noch ermitteln, wie groß ist das Maß hier. Ja? Also diese Länge, das soll ja schon noch ein bisschen schweben. Das muss nicht Millimeter drüber schweben, das kann ruhig so ein bisschen ein paar Zentimeter drüber schweben und das messe ich mir jetzt mal aus. Drückt ihr hier noch rein so. Also würde ich sagen 23 cm. So, ich habe hier noch ein Stück Eicheholz, das ist noch unbehandelt. Da muss ich erstmal eine Gerade dran machen, muss man erstmal hier drüber peilen. Oh, das ist ja schief wie Harry, ey. Richtig schief. Oh. Naja gut, wir kriegen aber was raus. Wenn er da mal drüber peilt, also hier so, peilt mal hier so drüber. Geht das so? Schief wie Otto, ey. So, gut. Ich fräse das jetzt mal. Ich richte das mal ab, dass ich hier eine schöne gerade Kante habe. Und dann hauen wir das durch die dicken Hobel und die Seitenkanten, die schneide ich. Dann mache ich auch eine gerade und den Rest schneiden wir ja an der Säge ab, dann ist das alles tutti. Es gibt auch noch was zu gewinnen. So, was wichtig ist, sind die Winkel, die wir hier haben. Und zwar, ich habe mir hier einfach bei SketchUp mal so einen groben Plan gemacht. Hier unten der Winkel, der hat 52,5 und hier oben der Winkel hat 37,5. Das heißt, die Winkel, die wir hier haben, müssen 90 Grad ergeben. Ja? Also wenn ihr unten, keine Ahnung, 60 Grad macht, dann müsst ihr ja oben 30 Grad machen. Aber ich habe es mit 52,5 getestet. Ich habe mal so ein Teststück gemacht und habe es getestet mit 52,5 und 37,5 und das passt. Wir gehen jetzt an die Kappsäge und schneiden mal die Winkel. Ich stelle jetzt mal 52,5 ein, beziehungsweise wir schneiden es erstmal auf Länge. Ja. Ich habe die Maße auch wieder verändert, weil ich habe
gesehen durch die Schräge brauche ich ja ein bisschen längeres Maß. Jetzt bin ich, glaube ich, bei 27 cm für das lange Teil, das so schräg nach oben geht. Und unten das Teil habe ich 20 jetzt gemacht. Und das kleinere oben mache ich wahrscheinlich 10. Ja, 10 wird ausreichen. So, da ist der gute Halter. Hat bisher alles super funktioniert. Ich wollte hier oben erst noch eine Ausbuchtung reinmachen, aber pff, ja, wofür? Also, hier wird noch was hingelasert, hier auf dieses Teil, aber innen wird noch was reingelasert von meinem Gaming-Kanal. Der ist noch in der Entstehung, also den gibt es noch nicht. Ja, und jetzt brechen wir erstmal die Kanten. Schleifen die Fläche und gehen rüber zum Laser. Yeah.
So Leute, das war's schon wieder bei Duit. Der Headset-Halter ist fertig. Hier ist er, hier ist das gute Stück mit dem eigenen Holzwachs noch behandelt. Das Headset hängt dran. Der ist echt gut geworden. Gefällt mir. Macht auch Spaß, dann sowas zu erarbeiten und dann auch zu nutzen. Der kommt auf jeden Fall hier hinten hin. Ah, da hängt mein Headset immer dran. Ja, und wenn ich es brauche, habe ich mir es halt. Ich habe ja am Anfang noch gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Und zwar, ich werde wieder eine Verlosung machen. Ihr habt den Holzwachs gesehen. Ja. Ich habe den Holzwachs selbst hergestellt. Ich habe mir Bienenwachs gekauft und habe daraus einen schönen Holzwachs hergestellt. Zu gewinnen gibt es hier so eine 250 Milliliter Dose. Das hier ist nur 125, glaube ich. Und das ist 250 Milliliter, also ist ungefähr so ein Wert 10 Euro, wenn man es kaufen würde. Ja, genau. Und die gibt es zu gewinnen. Da mache ich noch so einen schönen Aufkleber drauf. Ne? Und die verschenke ich an Platz Nummer 1. Platz Nummer 2 kriegt eine Tasse. Wie immer die Duit-Tasse. Und Platz Nummer 3 kriegt einen Duit-Meter. Wie gehabt, quasi. Nur diesmal halt das Neue mit diesem Holzwachs. Ja. Gut, was müsst ihr machen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr schreibt einfach Hashtag Gewinnspiel unten in die Kommentare. Dann kann ich das auswerten und dann gebe ich im nächsten Video schon die Gewinner bekannt. Was gibt es noch zu sagen? Erstmal vielen, vielen Dank, Leute, für die ganzen Abos. Wir haben die 300 geknackt. Danke für euren Support. Das freut mich sehr. Und auf viele, viele weitere Videos mit euch zusammen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.